Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich aus dem Wald. Wir sind hier bei knackigen Temperaturen in der Natur, um Bärlauch zu sammeln. Hier in Leipzig gibt es ab Februar, März richtig viel Bärlauch. Er wuchert zwar noch nicht, wie das dann so im März, April der Fall ist, aber wenn ich hier so durch den Wald schaue, dann sehe ich schon, dass der Boden gut mit Grün bedeckt ist und es ist alles Bärlauch. Und dann zeige ich euch nochmal ganz kurz, schwenke ich dann mal mit der Kamera herum, dass ihr so erahnen könnt, von was ich eigentlich spreche. Aber im heutigen Video soll es nicht um Bärlauch gehen oder um die Natur oder um Wildgrün. Im heutigen Video möchte ich euch wieder mal ein Foodtory meiner Jungs vorstellen. Ihr seht in diesem Video, was meine Jungs an 2 Tagen gegessen haben. Es ist fast vegan, also es sind vielfältige Inspirationen. Es ist auch vegane Kochkost dabei, aber auch Rohkost. Mein Foodtory gibt es dann irgendwann in den nächsten Wochen. Ich habe in den letzten 2 Wochen mit Saft gefastet. Heute ist mein 15. Fastentag, aber heute werde ich auch das Fasten brechen. Und was ich aber demnächst auch mal veröffentlichen werde, ist sozusagen ein Juice-Diary, also was ich in einer Woche bei meinem Fasten getrunken habe. Das kommt dann, denke ich mal, in den nächsten 1-2 Wochen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viele Inspirationen in diesem Video. Gebt mir gerne Feedback oder wenn ihr Fragen habt zu irgendeinem Gericht oder zu irgendeinem Lebensmittel, dann könnt ihr das natürlich auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde auch immer mal wieder gefragt, ob wir Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Also ich nehme aktuell Vitamin D und ab und zu auch Zink und Kelpextrakt, also Jod, natürliches Jod aus Kelpalgen. Und meine Jungs bekommen Vitamin B12 in Tablettenform. Das besteht eigentlich nur aus diese Tabletten bestehen eigentlich nur aus Zellulose und B12. Und dann gibt es noch ein Vitamin D3 Öl. Das seht ihr dann auch in dem Video. Ich verlinke euch die Nahrungsergänzungsmittel auch unten in der Infobox. Bis bald! Eigentlich habt ihr jetzt am Anfang des Videos den Bärlauch schon hinter mir gesehen. Alles, was ihr hier grün seht, das sind alles so Bärlauchbüschel. Der Bärlauch, da wächst ja so ein Büschel, Büschelweiße. Und auch alles, was ihr hier seht, den ganzen ist da so ein Weg und rechts und links überall Bärlauch. Das ist alles Bärlauch und der Duft ist schon fantastisch. Und wir haben jetzt auch schon ein bisschen Bärlauch gesammelt. Mache ich für meine Jungs eine vegane Bärlauchbutter. Und ich werde den Bärlauch in ein paar Tagen, vielleicht morgen oder übermorgen, auch so essen. Heute beim Fastenbrechen eher nicht. Da gibt es eher wasserhaltige Kost, nicht so viele Fasern. Genau, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Zeige ich euch mal ganz, ganz frischen Bärlauch hier. So ganz, ganz junge Blätter. Und der Geruch, als wenn man das dann abbricht und an den Enden riecht, das riecht so fantastisch. Richtig intensiv nach Knoblauch. Schaut mal, das ist ganz junger Bärlauch, den wir gerade gesammelt haben. Für meinen 12-Jährigen gibt es jetzt die erste Mahlzeit. Äpfel, Orangen, Granatapfel ist dabei, Granatapfelkerne. Dann selbstgezogenes Erbsengrün und selbstgezogene Alfalfasprossen. Nach der ersten Obstmahlzeit gibt es für meinen Ältesten noch eine zweite Obstmahlzeit. Das sind gefrorene Wildheidelbeeren. Die sind erst zur Hälfte aufgetaut, aber so mag er sie am liebsten. Für meinen Jüngsten, den 8-Jährigen, gibt es als erste Mahlzeit am Tag aufgetaute Himbeeren. Nach den Himbeeren gibt es für meine Jüngsten ein glutenfreies Kastanienbrot mit selbstgemachten Schokoaufstrich. Dieser Schokoaufstrich besteht aus Mandelmus, Kakaopulver, Karottpulver, ein bisschen verflüssigtes Kokosöl ist dabei, dann Kokosblütensirup. Für Silas gibt es nochmal Kastanienblumenbrot, 4 Stück mit selbstgemachtem Schokoaufstrich. Wir sind jetzt noch ein bisschen draußen. Bewegung, frische Luft ist immer gut. Der Simon, der Älteste, der hat sich jetzt noch für den kleinen Hunger zwischendurch dieses glutenfreie Kastanienbrot gewünscht mit selbstgemachtem Schokoaufstrich. Da gibt es für ihn hier noch so eine Art Butterkeksleder. Da gibt es auch schon ein Rezeptvideo auf meinem Kanal, Butterkeks-Aroma-Dessert. Daraus kann man dann auch aus diesem Dessert, aus dieser Creme, kann man dann auch so eine Art Fruchtleder machen, also solche Rollen. Und der Silas, der Kleine, für den ist so der Rest. Der hat sich zum Beispiel auch Fruchtleder gewünscht, allerdings Sanddorn und Schoko. Denn hier gibt es verschiedene Nüsse, also Wilderdnüsse, normale Erdnüsse, aber die sind ungeröstet und ungesalzen im Mandeln. Und dann noch Datteln mit Kakaobohnen. Meine Jungs bekommen auch Vitamin D3 und sie bekommen jetzt jeweils 2 Tropfen. Hier seht ihr die Abendmahlzeit von den Jungs. Rechts ist die Mahlzeit von meinem Jüngsten. Das ist Kürbissuppe, die hat er sich heute gewünscht, mit gerösteten Brötchen, Kamutbrötchen, also einem Brötchen aus Urweizen. Dazu gibt es noch ein bisschen gebratenen Räuchertofu
Und er hat sich noch ein gekochtes Ei gewünscht. Und für meinen Ältesten gibt es diese Mahlzeit reichhaltig. Das ist eine Kartoffel-Gemüsesuppe, auch mit geröstetem Kamutbrötchen. Die ist noch von gestern übrig geblieben. Dann hat er sich noch gedämpftes Gemüse gewünscht. Da ist Blumenkohl, Möhren dabei, dann noch Erbsen und Bohnen, auch ein bisschen gedämpfter Knoblauch, Kräuter, ein bisschen Salz und auch geräucherten Tofu. Dann haben wir hier gekeimte Linsen, noch zwei Paranüsse und noch ein bisschen Frischkost, Gurke und Paprika. Es ist gegen 10 Uhr. Für meine Jungs gibt es jetzt Spirulina-Presslinge. Das sind Mikroalgen, also Algen. Das ist ein Lebensmittel. Und in manchen Kulturkreisen wie in Mexiko oder Tschad werden diese Algen Spirulina schon seit Jahrhunderten zur Bereicherung des Speiseplans verwendet. Die Spirulina-Algen, die sind sehr wertvoll, sehr hochwertig, reich an Mineralien, Vitaminen, Chlorophyll und hochwertigem Eiweiß. Nach dem Spirulina gibt es für meinen Jüngsten jetzt ein glutenfreies Müsli. Das besteht aus gepuffter Hirse, gepufftem Buchweizen, selbstgezogenen getrockneten Buchweizensprossen. Dann ist noch ein bisschen so ein Sprossenmüsli von Vitasprosse dabei, auch mit angekeimten Saaten. Da ist auch Buchweizen dabei, Lukuma-Pulver und ich glaube sogar Shiitake-Pulver. Da noch ein bisschen, habe ich jetzt noch ein bisschen Acerola-Pulver hinzugefügt. Das hat einen sehr hohen Vitamin C-Gehalt. Und dazu gibt es eine selbstgemixte Milch. Die habe ich aus geschälten Hanfsamen gemixt. Ein bisschen Vanille, ein bisschen Zimt. Lukuma-Pulver war noch dabei, Kokosblüten, Sirup und Wasser. Und das gibt es jetzt zu diesem Müsli. Für meinen 12-Jährigen gibt es nach dem Spirulina eine Obstmahlzeit, aufgetaute Himbeeren, dann Orangen, Banane, getrocknete Mangostücke und Grün, das ist selbstgezogenes Erbsengrün. Auch beim Essen von Obst ist eine richtige Reihenfolge wichtig für eine optimale Verdauung. Und Simon, mit welcher Obstsorte würdest du anfangen als erstes? Mit den Himbeeren. Mit den Himbeeren und als nächstes? Die Orangen. Genau, also mit saftigem Obst und dann? Die Bananen. Die Bananen und zum Schluss? Die getrocknete Mango. Genau, und das Grün kann man zwischendurch essen. Also man fängt am besten mit dem saftigen Obst an, ist es am besten so wie eine kleine Monomahlzeit, dann geht man zur nächsten Obstsorte über und dann zum Schluss kann man die konzentrierteren Früchte essen. Mein Jüngster möchte jetzt nach seinem Müsli auch noch etwas getrocknete Mango essen. Jetzt gibt es noch einen kleinen Snack für die Jungs, ein glutenfreies Kastanienbrot mit Aprikosenkernmus, dazu noch ein paar Mandeln und selbstgemachten Kakao, den habe ich aus dieser Milch gemixt, die Silas zu seinem Müsli gegessen hat, habe ich einfach noch ein bisschen Kakao dazugegeben und noch ein bisschen Kokosblütensirup. Ich habe jetzt vergessen zu filmen. Für die Jungs gab es nochmal jeweils zweimal ein Blumenbrot mit Aprikosenkernmus und eine Tasse Hanfkakao. Für meinen Ältesten gibt es jetzt noch einen rohveganen Lebkuchen. Für die Jungs gibt es jetzt jeweils eine Vitamin B12-Tablette. Diese Tabletten bestehen nur aus zwei Zutaten, Vitamin B12 und Zellulose. Ich habe gerade mit meinem Ältesten Schokofrohbällchen hergestellt und wir süßen diese nur mit Datteln und mein Ältester hat diese Datteln mit unserem Entsafter gemust. Wir haben da extra so einen Püriereinsatz und dabei hat er auch schon Dattelmus oder Dattelpüree, er sagt immer Dattelmarzipan, genascht, weil das so ein bisschen die Konsistenz, ein bisschen das Aussehen von Marzipan hat. Und beim Kneten hat er dann auch ein bisschen vom Teig genascht. Dann kam dann auch der Jüngste angesprungen, hat auch ein bisschen vom Teig genascht. Meine Jungs lieben diese Energiebällchen schon seit Jahren. Der Basisteig ist ganz einfach, besteht einfach nur aus Mandeln, Datteln, Kakao, Vanille und Zimt. Wir erweitern aber diese Basiszutaten immer ab und zu mal so, je nachdem wie es uns ist. Diesmal waren noch Haselnüsse dabei, Erdmandeln, dann noch gekeimte und getrocknete Sonnenblumenkernsprossen, direkt auch noch ein Sprossenpulver war dabei. Dann haben wir neben Kakao auch noch Karob hinzugefügt und Gewürze wie Vanille und Zimt. Und was meine Jungs nicht wissen, in diesem Basisteig befindet sich auch Grassaftpulver. Also ein Grassaftpulver aus Gerste und Kamut. Habe ich ungefähr einen Teelöffel mit hinzugegeben. Noch ein bisschen als kraftvolle Zutat. Es gibt hier drei Sorten. Das ist einfach der Basisteig, so wie ich das jetzt genannt habe, mit den Erdmandeln und den Gewürzen. Das ist dieser Teig noch mit abgeriebenen Zitronenschalen. Und das ist der Basisteig noch mit Kakaonips und einem naturreinen ätherischen Öl, und zwar Orange.
Das ist die Abendmahlzeit für meine Jungs. Rechts, das ist für den Jüngsten nochmal die Kürbissuppe von gestern. Wir hatten noch ein bisschen was übrig. Und dazu gibt es wieder so Brötchen, Rösti. Ich glaube, das waren Dinkelbrötchen. Und für den Simon, für den Ältesten, gibt es selbstgemachten Kartoffelbrei. Als ich Kind war, wurde der Kartoffelbrei immer so mit Milch zubereitet. Ich habe diesmal Mandelpüree verwendet. Und dazu gibt es geröstete Zwiebeln und angebratenen Räuchertofu, dann noch gedämpfte Erbsen, noch ein bisschen Frischkost, Gurke und Paprika. Am Abend gibt es für die Jungs noch Chlorella-Presslinge, für den Kleinen 10 Stück, für den Großen 14 Stück. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Chlorella ein Lebensmittel ist. Das ist eine Mikroalge voll von Mineralstoffen, Vitaminen, Spurenelementen, Chlorophyll und hochwertigem pflanzlichen Eiweiß.